Liebe Annalena, vielen Dank. Und ich kann das nicht so gut, dieses Lobhudeln und die Komplimente annehmen. Ich weiß aber, nein, ich komme darauf zurück, weil es ja um was anderes geht nachher, nicht der Tollste sein zu wollen, sondern die Verantwortung zu suchen. Aber ich nehme es an, weil es von dir kommt. Und jetzt in dieser Situation etwas Besonderes ist, ich glaube für uns beide was Besonderes ist. 21 hast du den Wahlkampf angeführt, einen schwierigen Wahlkampf, einen für dich persönlich schwierigen Wahlkampf. Jetzt diese Energie von dir, diese Stärke, diese Solidarität zu erleben, ist auch für mich wirklich etwas Besonderes. Ich saß da unten die ganze Zeit und habe gedacht, was für eine Anführerin, was für eine Staatsfrau, aber vor allem, was für eine Freundin. Vielen Dank, liebe Annalena. Und vielleicht für alle anderen will ich einmal sagen, ihr habt uns 2018 in den Bundesvorsitz gewählt und seit dem Moment, seit der Wahl, teilweise in Bildern festgehalten, wo wir dann zum ersten Mal auf dem Präsidium saßen, seit dieser Wahl gibt es einen Vertrauensraum, der nicht häufig in der Politik ist, vielleicht den ich gar nicht an anderen Stellen mit anderen Menschen so erlebt habe. Dieser Vertrauensraum ist immer offen und zwar auch für die schwierigsten Diskussionen, auch für die persönlichsten Wünsche, Sorgen und auch Eitelkeiten. Diesen Raum hat niemand betreten und dieser Raum war immer intakt. Und als wir uns jetzt im Sommer wieder nicht nur über China, über Russland, über die Außenpolitik und über die Außenwirtschaft verständigt haben, sondern der Wahlkampf dichter wurde, haben wir diesen Raum wieder betreten. Und wir haben gemerkt, es fühlt sich an wie 2018, mit der gleichen Energie und der gleichen Freude und der gleichen Zugewandtheit und Solidarität können wir noch einmal einen Impuls geben. Dass das so gelungen ist, dass dieser Impuls die letzten zwei Tage, wenn er denn von uns kommt und nicht von euch, aber dass, wenn wir einen kleinen Beitrag dazu haben, so genommen wurde, das, glaube ich, macht uns beide stolz. Mit der Energie von 2018, der Kraft des Anfangs und der Erfahrung der letzten drei Jahre. Es ist ein großes Privileg, dich neben mir, vor mir und hinter mir zu wissen. Liebe Annalena, vielen Dank. Eben als Katharina, die kommende erste Bürgermeisterin von Hamburg, und Annalena geredet haben, fiel mir ein, wie ich mich gestern Mittag ertappt gefühlt habe, als Mann ertappt gefühlt habe. Denn ich arbeite so selbstverständlich mit all den Frauen, die wir in der ersten und zweiten und dritten Führungsriege dieser Partei haben, zusammen, dass ich es gar nicht merke, dass es Frauen sind, so starke Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, bis ihr es gestern thematisiert habt. Und ertappt habe ich mich dabei, weil es eben nicht selbstverständlich ist, weil ich diese Selbstverständlichkeit nicht voraussetzen sollte und darf und es dann doch immer wieder tue. Ich glaube, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, die ich gelernt durch die Partei, aber vielleicht auch davor mit mir rumtrage. Ihr wisst, dass ich, bevor ich Politiker wurde, noch einen vernünftigen Beruf hatte, da habe ich Bücher geschrieben. Ich war selbstständig mit meiner Frau zusammen. Und diese Selbstständigkeit war eine Normalität. Ich habe in dieser Phase, diesen 10 Jahren vielleicht, wo wir unsere Familie selbstständig durch Schreiben durchgebracht haben, genauso viele Windeln gewechselt und Kartoffeln püriert, wie Geld verdient und meine Frau ganz genauso. Ich habe da nicht groß drüber nachgedacht. Aber gestern habt ihr mir nochmal die Augen geöffnet, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir, wenn ich das mal sagen darf, im Bundestag nur 30%, bisschen drüber, 30% Frauen haben im Jahr 2024. Und ob der nächste Bundestag kleiner werden durch die Reform einen höheren Frauenanteil hat, bei der Aufstellung, die ich im Moment im Land erlebe, das darf man ja wohl bezweifeln. Dass ich gesehen habe und gemerkt habe und von euch gehört habe, dass es doch noch so viele gläserne Decken und Hürden gibt, die ihr nehmen müsst, die ich gar nicht mehr sehe. Und dieses
wie soll ich sagen, aufmerken oder fast erschrecken. Als Mann knüpft an eine politische Erfahrung, die ich erst vor ein paar Tagen gesammelt habe, als ich mit einer Delegation von weiblichen Start-up-Gründerinnen, also Frauen, die Unternehmen gegründet haben, bei einer großen Konferenz in Lissabon war, mit Absicht, das war, glaube ich, die erste rein weibliche Delegation, die ein Wirtschaftsminister mal irgendwohin mitgenommen hat. Das habe ich nicht recherchiert, aber ich weiß ja ungefähr, wer die Kollegen vor mir waren. Ich würde mal sagen, auf den Gedanken sind die noch nicht mal gekommen. Und auch da sah ich nur starke Frauen. Und die haben mir dann aber erzählt, und das wusste ich dann nachlesen in den Statistiken auch, dass selbst in dieser coolen, modernen, offenen Start-up-Szene Gründungen nur von 20% von Frauen erfolgen. Und dass das Geld, das in die jungen Unternehmen geht, nur von 1-2% ausgemacht wird. Das heißt, wir haben da ein Problem. Und was ich gestern gemerkt habe, euch zuhörend, zugucken, ist, mit einem gewissen Erschrecken ertappt worden zu sein, dass es nicht das Problem der Frauen ist, dass wir noch immer keine Geschlechtergleichheit in Deutschland haben. Es geht die Männer, es geht mich ganz genauso an. Ein Land wird stärker, wenn es gleichberechtigter ist. Es ist die Aufgabe, nicht der Frauen alleine dafür zu kämpfen, sondern auch der Männer und auch für mich. Das gilt ökonomisch. Es gilt ökonomisch und es gilt auch für die vielleicht schwierigsten Entscheidungen, die man treffen kann, nämlich Schutz des ungeborenen Lebens oder Abtreibung. Auch das ist keine Frage, die Frauen angeht. Irgendwo müssen die Babys ja herkommen, beziehungsweise kommt ja die Schwangerschaft her. Das ist eine gesellschaftliche Frage, die die Männer auch angeht. Es ist eine schwierige Frage für alle, die davon betroffen sind. Aber eins ist auch klar, sie gehört nicht ins Strafrecht. Das ist ebenfalls klar. Und das zu verstehen und zu leben, ist der Auftrag von gestern. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich bewerbe mich mit dieser Rede darum, euch im Wahlkampf anführen zu dürfen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich werbe um das Vertrauen, diese Partei, die politischen Vorstellungen, die Kraft der politischen Ideen und Konzepte in Verantwortung weitertragen zu dürfen. Für Bündnis 90 Die Grünen, aber vor allem für die Menschen in Deutschland, von Bündnis 90 Die Grünen, für die Menschen in Deutschland weiter Verantwortung tragen zu können. Und wenn es uns ganz weit trägt, dann auch ins Kanzleramt. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, Verantwortung. Verantwortung ist nicht etwas, was man behauptet. Verantwortung ist nicht etwas, was man bekommt, wenn man an Zäunen rüttelt oder sich selbst für den Besten hält. Verantwortung ist etwas, was man erwerben muss, was man sich verdienen muss. Und deswegen, es gibt diese Debatte, ist das Hybris, wir kennen ja die Umfragen, diesen Führungsanspruch anzumelden, oder ist es Schüchternheit, nicht am Zaun zu rütteln, wie wir es von früher kennen. Nun, ich kann für mich nur sagen, das bin ich. Ich will eine ehrliche Ansprache. Ich will nicht als der Besserwisser dem Land sagen, was alle zu denken haben. Aber ich will die Verantwortung suchen und tragen mit der Erfahrung, die ich gesammelt habe, jetzt in fast 10 Jahren als Minister, 3 Jahre davon in der Bundesregierung, mit all den Krisen und Problemen, die wir gelöst haben, an denen wir gewachsen sind, aber mit der Leidenschaft des Anfangs und der Orientierung, die aus der Kraft der Gesellschaft kommt, die großen Zeiten, die großen Probleme unserer Zeit mit Antworten zu bearbeiten, die groß genug sind wie die Herausforderungen. Was ich sagen will, ist, der Anspruch auf Führung erwächst nicht aus der persönlichen Eitelkeit, sondern aus der Objektivität der Wirklichkeit. Und ich sage in Verlängerung von dem, was Rainer Bütikofer gesagt hat, dass wir eine eigenständige Partei sind, dass wir nicht die Öko-App von anderen sind, dass wir nicht ein Beiboot sind. Das hat uns zu diesem Tag, zu dieser Veranstaltung gebracht. Denn die Herausforderungen,
Denn die Herausforderungen sind so groß und sie sind so anders, dass die Antworten, die notwendig sind, nicht von den anderen in der Härte und Klarheit und Größe gegeben werden. Daraus erwächst der Anspruch auf Anführen, auf Führung, aus der Realität, aus der Wirklichkeit. Und wie ist die Wirklichkeit, diese problematische, bedrückende, so komplizierte, dieses fiebrige Reden miteinander? Was ist eigentlich los? Was ist die Geschichte hinter allen Geschichten, die wir im Moment erleben und so aufgeregt diskutieren? Und wieso sind die Antworten, die wir geben können, diejenigen, die zu dieser Herausforderung passen? Warum gerade unsere Antworten? Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, Bündnis 90 Die Grünen wurde aus verschiedenen Traditionen heraus gegründet. Den Freiheitsbewegungen von Bündnis 90 vor 35 Jahren, dem Kampf für Ökologie und eine intakte Umwelt, die wir weitergeben, der Frauenbewegung, der Friedensbewegung. Aber wenn man die alle zusammennimmt, dann eint sie eine Idee. Diese Idee ist Selbstbestimmung der Menschen. Möglichst viele Menschen in ihrer Zeit und möglichst viele Menschen in der Zukunft sollen frei darüber entscheiden können, wie sie ihr Leben gestalten. Das ist der zentrale Gedanke von Bündnis 90 Die Grünen, diese Selbstbestimmung weit zu halten. Und jetzt seht ihr oder ahnt ihr, warum der Anspruch, dieses Land in Verantwortung führen zu dürfen, und vielleicht anführen zu dürfen, einen politischen Grund hat. Kein Grund für politische Spielchen, sondern der Kern unseres Wesens und, wenn ich das so sagen darf, meines politischen Wesens, der jetzt in dieser Zeit zu verteidigen ist oder erfolgreich durchzusetzen ist. Das ist dieser Gedanke von Selbstbestimmung für Menschen. Freiheit. Und Freiheit im rechtsstaatlichen Sinne, nicht im vulgären Sinne, darf ich das mit Blick auf die Berichterstattung der letzten 24 Stunden sagen. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass Liberalismus bedeutet, man denkt nur an sich selbst. Das ist nicht Freiheit. Das ist auch nicht politische Freiheit. Freiheit ist eingewoben in Voraussetzungen, in Institutionen. Freiheit ist geprägt durch Gesellschaften, ist selten voll erlangt durch verschlossene Bildungszugänge oder durch Geschlechterdifferenzen. Freiheit bedeutet, Verantwortung zu tragen für die, die weniger Selbstbestimmung oder Freiheit leben können. Freiheit ist immer ein politischer Arbeitsauftrag. Sie ist nicht fertig, aber sie ist das, was eine moderne, fortschrittliche, tolerante Gesellschaft ausmacht. Und diese Freiheit, der Kern von Bündnis 90 Die Grünen, der Kern dieses Landes, sie ist angegriffen. Sie steht unter Druck. Wir haben es mehrfach in diesen Tagen diskutiert. Sie steht unter Druck wie selten zuvor. Wenn man also verstehen will, was die Geschichte hinter all den vielen Geschichten, den nervösen Debatten, all dem Hass, all der Angriffe ist, dann ist es der Kampf um Selbstbestimmung und Freiheit in dieser Zeit. Sie ist angegriffen, meine ich, durch drei politische Stoßrichtungen. Von außen, von innen und durch die globale Erderwärmung. Sie ist angegriffen von außen durch Militarismus, Nationalismus, mündend im Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das ist in letzter Konsequenz ein Kampf um Freiheit. Nicht der territoriale Konflikt und der Donbass hat Putin angetrieben, die Ukraine zu überfallen, sondern weil er es nicht ertragen kann, dass in einem der Kernstaaten der ehemaligen Sowjetunion die Menschen so selbstverständlich das leben, was wir für Normalität in Deutschland und in Europa halten. Dass er es nicht akzeptieren kann, dass die Menschen dort Redefreiheit, Meinungsfreiheit, politische Freiheit, Souveränität haben. Und deswegen ist der Angriff dort ein Kampf auf die Freiheitsrechte, die Europa ausmachen und die Menschen dort halten und haben. Das ist der erste Angriff auf die Freiheit. Und man fragt sich rückblickend, wie konnte das Deutschland so lange nicht sehen? Und wenn man ein bisschen tiefer liest und reinguckt, dann muss man sagen, doch, es hat es gesehen.
Aber es hat nicht die politische Konsequenz daraus gezogen. Und wir reden ja hier, und ich bewerbe mich hier darum, für Bündnis 90 Die Grünen, für die Menschen in Deutschland den Unterschied zu machen. Und deswegen sage ich, der Unterschied ist, dass die Große Koalition, das Bündnis aus SPD und Union, nicht gesehen hat, was die Geschichte der damaligen Jahre eigentlich war. Nicht sehen konnte oder nicht sehen wollte. Denn denn der Krieg begann ja nicht 2022. Er begann schon militärisch mit einem Großangriff 2014. Und was sind die Konsequenzen daraus gewesen, die Deutschland gezogen hat, die die deutsche Regierung, die Große Koalition gezogen hat? Der Verkauf der Gasspeicher an Gazprom, der Verkauf einer Raffinerie an Rosneft, der Bau des Vorantreibens der Pipeline von Nord Stream 2. Ja, ich bin Wirtschaftsminister, und die letzten 3 Jahre waren für die deutsche Wirtschaft ganz schwierige Jahre. Herausfordernde Jahre für viele Menschen, für viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Menschen in Deutschland, sie hatten die hohe Inflation zu tragen, die Preise gingen durch die Decke, die Energiepreise haben das Monatseinkommen aufgezehrt, die Produktion ging zurück, die Inflation hoch, die Zinsen wurden angehoben, um die Inflation zu bekämpfen, und die hohen Zinsen haben die letzten Ideen an Bauinvestitionen oder Unternehmensinvestitionen erst einmal aufgeschoben oder zunichte gemacht. Und wir hatten alle Hände voll zu tun, erst im ersten Jahr dafür zu sorgen, dass die Gasmangellage nicht hier die Lichter ausgenässt. Und das ist keine Metapher. Wir haben schlaflose Nächte gehabt, viele Menschen in Deutschland. Das ist nicht wirklich passiert. Gasmangellage, das muss man übersetzen, dass Glasfabriken keine Ampullen mehr produzieren können für Impfstoffe, dass wirklich gar nicht mehr produziert wird, dass Städte abgeschaltet werden. Das war die Bedrohung im Sommer 22. Das haben wir abgewendet. Im zweiten Jahr hatten wir alle Hände voll zu tun, die Preise wieder runterzukriegen. Und das ist einigermaßen gelungen. Warum ist es gelungen? Nun auch durch den rasanten Ausbau der erneuerbaren Energien. Der Punkt ist allerdings, den ich machen will, dass die Ursache dieser konkreten Krise, dieser wirtschaftlichen Krise, die für Unternehmen Insolvenzen bedeutet haben und für Menschen Einkommensnöte, Existenznöte bedeutet haben, ist die Abhängigkeit, die politisch hergestellte Abhängigkeit vom russischen Gas gewesen. Es liegt nicht an der Transformation der Wirtschaft, dass wir diese schwierigen Jahre hatten. Sie ist die Antwort darauf. Es liegt an der Wirklichkeit, Vergessenheit der Großen Koalition. Und jedes Mal, wenn ich das Argument bringe, höre ich aus Reihen der Union, stimmt doch gar nicht. Nord Stream 1, also die Pipeline, die wir hatten, ist ja unter Rot-Grün Gerhard Schröder entschieden worden, bevor er dann als Lobbyist, das ist ja auch noch eine Geschichte, ne? Also als Lobbyist dann gewechselt ist zu dem Unternehmen, das er selber aus der Taufe gehoben hat oder die Pipeline betreut, die er selber politisch verantwortet hat. Aber das ist eine andere Geschichte, die muss die SPD mit sich selber klären. Trotzdem stimmt es nicht. Im Spätsommer 22 wurde in Polen eine Gasleitung angeschlossen. Baltic Pipe heißt die. Sie kommt aus Norwegen, geht durch Dänemark durch, quer durch die Ostsee. Es sind nur wenige Kilometer zwischen Polen und Deutschland, wo die Gaspipeline nach Polen kommt und nach Deutschland. Es wäre ein Klacks gewesen, eine Leitung zu bauen, die vielleicht 20, 30, 40 Kilometer überbrückt, um die drohende Gasmangellage abzuwenden. Und als ich davon hörte, dachte ich, das ist die Lösung all unserer Probleme. Wir brauchen weniger LNG-Terminals. Ich rufe da mal an und frage, ob sie das nicht machen. Und was habe ich zu hören bekommen? Robert, du bist zu spät. Wir haben euch angefleht darum, dass Deutschland sich anschließt, dass Deutschland sich diversifiziert an diese Pipeline, dass ihr nicht abhängig seid von Russland. Wir haben das vorgetragen, noch und nöcher. Ihr wolltet es nicht. Die Große Koalition wollte es nicht. Nun ist die Pipeline zu klein, auch noch für Deutschland. Was ich sagen will ist, wie viele Unternehmen hätten günstige Gaspreise bekommen, hätten wir diese Pipeline gehabt? Wie viele Verbraucherinnen und Verbraucher hätten keine schlaflosen Nächte gehabt, hätten wir diese Pipeline gehabt? Diese Pipeline ist nicht gebaut worden, weil Union und SPD sie nicht bauen wollten.
Das ist die Ursache der Wirtschaftskrise der letzten Jahre. Die Große Koalition hat uns wissentlich und willentlich in diese Abhängigkeit getrieben. Und danach, nachdem die Gasmangellage abgewehrt wurde, nachdem die Preise runtergegangen sind, sahen wir auf einmal, dass das Land ja immer noch nicht in einem wettbewerbsfähigen Zustand ist. Die Brücken bröseln, die Pünktlichkeit der Bahn klingt inzwischen fast ein bisschen lustig. Die Gesundheitsämter sind nicht digitalisiert, die Verwaltung ist nicht digitalisiert, die Stromnetze sind nicht digitalisiert, halb Europa ist fertig und bevor ich Minister wurde, konnte man Smart Meter, so heißen diese Dinger, im Grunde Fritzboxen, die variable Stromtarife zu machen, gar nicht einbauen, weil sie wie militärisches Gerät behandelt wurde. Wir haben zu wenig investiert in unser Land, in die Infrastrukturen, die Stromnetze wurden nicht ausgebaut, die Autobahnen wurden nicht saniert. Die Bürokratie ist überbordend geworden. Wir haben zu wenig Fachkräfte. Menschen, die zu uns gekommen sind und hier arbeiten wollten, wurden ferngehalten vom Arbeitsmarkt, weil man nicht gesehen hat, was die Wirklichkeit eigentlich von uns fordert. Seit 2018 hat dieses Land keine richtigen Wachstumsraten mehr. Seit 2018, weil schon in den Jahren davor falsche Politik regiert hat. Das ist die Aufgabe für die Zukunft, dass wir schlanker werden bei den Genehmigungsverfahren, dass wir die Menschen, die hier sind, die auch als Flüchtlinge gekommen sind, jetzt Deutsch gelernt haben, die hier ihre Ausbildung gemacht haben, nicht wieder wegschicken. Wir können sie gut gebrauchen. Wer hier etwas verdienen will, soll hier auch arbeiten können. Dass wir nicht aufhören, die Gesetze so zu ändern und eine politische Debatte zu führen, dass wir die Menschen willkommen heißen, dass wir dafür sorgen, dass die gläsernen Decken, die die Frauen vom Arbeitsmarkt noch fernhalten, wenn Kinder geboren werden, eingerissen werden. Nur in solchen Reden hält man nicht so viele Zahlen. Aber ich will das einmal sagen, wo wir stehen. Wenn die Generation der Frauen Kinder bekommt in Deutschland, geht ihr Arbeitsvolumen um 70% zurück. Das ist weit über dem europäischen Durchschnitt. Das ist weit, weit weg von den Spitzenpositionen der meisten skandinavischen Länder, wo vielleicht 20-30% weniger gearbeitet wird. Das ist ein politisches Problem. Das ist doch nicht in der Biologie der deutschen Frauen verankert. Wir haben schlechte Politik gehabt in den letzten Jahren. Und es war diese Partei, die an vielen Stellen den Turbo eingelegt hat. Es war Sven Giegold, der die Entbürokratisierung vorangebracht hat. Es war Patrick Greichen, der den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze vorangebracht hat. Es war die Entschlossenheit und Geschlossenheit der Fraktion, die dafür gesorgt hat, dass es jetzt möglich ist, über die Arbeit in Deutschland einen Bleiberechtsstatus und dann einen Aufenthaltsstatus zu bekommen. Wir haben das Staatsbürgerschaftsrecht geändert, sodass die Frau vielleicht, Felix, von der du gestern erzählt hast, die als 14-jährige Frau aus Nepal abgeschoben wurde, heute mit den neuen Gesetzen wahrscheinlich nicht abgeschoben wäre, sondern möglicherweise schon Deutsche gewesen wäre. All das ist geändert worden und darf nicht zurückgedreht werden durch einen Regierungswechsel, der fortsetzt, was wir in den letzten Jahren davor gesehen haben. Jetzt auf einmal soll die Große Koalition die Antwort sein. Ich sage euch, sie ist der Grund für die Liebesaffäre mit dem Status quo. Sie ist der Grund für den Stillstand. Wir haben einen eigenen Auftrag, dafür zu sorgen, dass dies nicht passiert. Und das bedeutet, dass die Regeln aus einer Zeit, wie sie mal waren, überprüft und verändert werden müssen für eine Zeit, wie sie jetzt ist. Und zwar alle Regeln. Das gilt für Europa, das sich weiter ein- und vereinen muss, wo wir die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik, die Wirtschaftssicherheitspolitik neu und gemeinsam organisieren müssen. Und das bedeutet auch, Souveränitätsrechte nach Brüssel zu übertragen, so stark und groß Deutschland ist. Es wird den Unterschied in der Welt nicht machen, geschweige denn Dänemark und die Niederlande. Aber als Europa, als geeintes Europa sind wir stark. Damit sich Europa eint, braucht es Deutschland. Nicht im Sinne von, wir sagen, wo es lang geht, sondern mit einem Verständnis, dass die deutsche Politik, das Land, die Menschen immer, immer profitiert, wenn Europa den nächsten Schritt geht. Wir müssen darüber reden und überprüfen, ob die föderalen Regeln so richtig sind, aus einer anderen Zeit gekommen. Aber ist es nicht absurd, dass in dem zentralen Bereich, vielleicht sogar den zentralen Gerechtigkeitsbereich von Gesellschaft, die
Bundesregierung nur über sehr komplizierte Wege Bildung finanzieren kann? Kann das die letzte Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit sein? Ist es zeitgemäß, dass wir Innovation verhindern, indem wir Datenschutz 16 Mal und Bayern hat auch noch 2 Datenschutzbeauftragte organisieren? Und ist es richtig, dass die finanzpolitischen Regeln der Vergangenheit unverändert die Herausforderungen der Gegenwart definieren? Das ist alles nicht richtig. Wir müssen reformieren und wir müssen nicht zuletzt, und darüber haben wir gestern hier diskutiert, die fiskalpolitischen Spielregeln, die Schuldenbremse reformieren, anders machen, neu aufstellen. Die Große Koalition hat mehrfach sich dafür gerühmt, ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Nun, das heißt nicht, dass keine Schulden gemacht wurden. Sie stehen nur nicht im Haushalt. Sie sind zu besichtigen in maroder Infrastruktur, in mangelnder Einsatzfähigkeit der Bundeswehr, in fehlender Innovation. Diese Politik fortzusetzen, schadet der Sicherheit Europas und Deutschlands. Diese Politik fortzusetzen, schadet der Wirtschaft und der wirtschaftlichen Kraft. Diese Politik schadet dem Zusammenhalt und schadet den Menschen. Auch das muss verändert werden. Und wisst ihr was? Es ist möglich, es zu verändern. Wir sollen ja nicht sagen, nur mit Grünen, das ist richtig. Aber dass wir diese Positionierung vor ein paar Jahren beschlossen haben, ist ebenfalls richtig. Und vor ein paar Tagen sagt Friedrich Merz exakt das, was unsere Beschlusslage ist. Nämlich die Schuldenbremse muss verändert werden für Investitionen. Möglicherweise ist es gut, politische Mitbewerber, sich einmal die Beschlusslage dieser Partei anzuschauen. Denn wir sehen die Wirklichkeit und wir schaffen die Beschlüsse, bevor die Wirklichkeit uns auf die Füße fällt. Unsere Hand ist ausgestreckt, dieses große Ding, Reform der Schuldenbremse, noch vor der Wahl zu machen, damit das Land investiert, damit wir vorankommen. Ich habe als Wirtschaftsminister gelernt, dass nicht nur Dekarbonisierung und Klimaschutz und wirtschaftliche Prosperität aufeinander angewiesen sind. Denn wir haben es ja gesehen in diesen schwierigen Monaten, Jahren, dass zu wenig investiert wurde. Und wenn investiert wird in einer Zeit wie heute, dann ja meistens in Energieeffizienz, in kluge Digitaltechniken, die die Energieverbräuche senken, in Nachhaltigkeit, in grünen Wasserstoff, in erneuerbare Energien. Eine Investitionsschwäche, ein nicht wachsendes Land, schadet auch dem Klimaschutz. Aber es geht darüber hinaus, und das ist wichtig, weil wir uns diese Lektion selber beigebracht haben, wichtig zu verstehen, dass Wirtschaftspolitik, wie wir sie in Deutschland aufgesetzt haben, eine besondere Bedeutung hat, nämlich ein Land zusammenzuhalten. Die soziale Marktwirtschaft, und das ist vielleicht eine Nachricht für diejenigen, die diesen Begriff dauernd im Mund halten, führen, aber nicht immer verstanden haben, was der Kerngedanke der sozialen Marktwirtschaft ist. Die soziale Marktwirtschaft ist ein gesellschaftliches Ausgleichsprozess. Als sie erdacht und ersonnen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, war es die Zeit der Ideologien, des Kapitalismus jenseits des Atlantiks, des Sozialismus auf der anderen Seite. Und die Gründungsväter und wenige Mütter haben diesen Weg nicht mitgegangen. Sie haben gesagt, ökonomische Stärke, unternehmerischer Erfolg soll natürlich den berechtigten Lohn für die Unternehmen geben, aber nicht alleine. Wirtschaft und wirtschaftliches Wachstum dient nicht alleine der Profitmehrung des Einzelnen und sie dient auch nicht der Stärke des Staates. Sie dient dem Gemeinwohl, sie dient den Menschen. Soziale Marktwirtschaft bedeutet, Ausgleichsmechanismen zu schaffen, dass das Land und die Menschen insgesamt besser, stärker, profitabler werden können. Und dieser Gedanke wurde auf einen Begriff gebracht, der ein bisschen sperrig ist, aber der bedeutsam ist für unsere Zeit. Irenik. Irenik kommt aus der ökumenischen Friedenslehre, als sich Katholen und Evangelien nicht leiden konnten und nur angebrüllt haben, und heißt friedenstiftend. Friedenstiftendes Projekt. Der Gegenbegriff zur Irenik ist die Polemik, damals schon. Und damit bin ich beim zweiten Angriff auf die Freiheit, neben dem Angriff von außen, den wir so naiv, den die Große Koalition so naiv übersehen hat, dem Angriff von innen. Einem Angriff,
der Polemik, des Populismus, der droht, die liberalen Demokratien, die rechtsstaatlichen Systeme von innen heraus zu sprengen und zu zerreißen. Wenn man sich anschaut, wo dieser Populismus ist, muss man sagen, überall. Überall. In Nordeuropa, in Südeuropa, jenseits von Europa, in den Gründungsländern der Europäischen Union, in den neu dazugekommenen Ländern der Europäischen Union. Unabhängig davon, ob sozialdemokratische oder konservative Regierungen oder Ampelregierungen ein Land führen, er ist allüberall. Unabhängig davon, welche Debatten geführt werden oder wenn nicht geführt werden, er ist überall. Und deswegen ist es wichtig und markiert den Unterschied, den wir machen müssen, dass der Populismus nicht sich an einem Problem festmacht, sei es Migration oder Klimawandel, sondern ein System ist, gesellschaftlich relevante Probleme so zu überzeichnen, so aufzubauschen, so aggressiv zu machen, dass am Ende eine Gesellschaft das, was eine Demokratie braucht, Brücken zu bauen, sprach- und hörzufähig zu sein, einigungsfähig zu sein, unmöglich gemacht wird. Der Populismus, die Polemik ist ein Prinzip. Sie nimmt sich irgendein Thema, über das gesprochen werden muss, weil es die Menschen umtreibt. Das können große Themen sein, wie die Transformation der Wirtschaft oder Migration vielleicht. Es können kleine Themen sein, wie Lastenfahrräder oder Grillen. Aber das Thema wird genommen und so hochgejazzt, dass am Ende nur noch rumgebrüllt wird oder Menschen sich zurückziehen, weil sie dieses Gebrülle nicht mehr ertragen. Wenn Menschen sich aber zurückziehen oder nur noch anbrüllen, dann ist ein Gespräch nicht mehr möglich. Das ist unsere Aufgabe, die Freiheit zu verteidigen, aufeinander zu hören, miteinander zu reden, miteinander einigungsfähig zu sein. Und das bedeutet nicht, dass alle unserer Meinung sein müssen und wir sie nur belehren, dass wir die einzige Meinung haben. Aber es bedeutet, eine Meinung zu haben. Das ist schon wichtig in dieser Zeit, dass man seine Meinung zur Diskussion stellt und nicht rumbrüllt, meinungslos, aber Lautstärke für Meinung hält und verwechselt. Und nun sollten wir da nicht aufhören, sondern tiefer gucken, wo denn Debatten angesteuert und angefeuert werden. Es ist neben nicht so, dass die gesellschaftlichen Konflikte, die unser Land so stark beschäftigen, einfach so entstehen und passieren. Ja, über Migration wird gestritten und viel diskutiert. Und meistens wird die Diskussion so falsch geführt, dass immer die Populisten gewinnen. Wenn wir uns aber anschauen, wo die meisten Flüchtlinge, die in Deutschland sind, herkommen, aus der Ukraine und aus Syrien und mal kurz überlegen, was da los ist in ihren Ländern und warum sie Flüchtlinge sind, dann sehen wir, dass in diesen Ländern Krieg ist. Und wer führt diesen Krieg? Putin. Putin führt diesen Krieg. Wir sollten doch nicht glauben, dass die Menschen das Problem sind, sondern die Ursachen des Krieges, der Vertreibung sind das Problem. Deswegen führen wir so viele Debatten falsch. Flüchtlinge werden als Teil von Destabilisierung, als Angriff auf die Freiheit bewusst geschaffen. Wir können es doch nachsehen und nachlesen. Wenn es irgendwo Chance auf Frieden gibt, beginnt gleich der nächste Konflikt. Und im Zweifelsfall werden sie bewusst über Belarus an die polnische Grenze gebracht, um die nächste Destabilisierung jetzt der demokratischen, guten Regierung in Polen herbeizuführen. Wir sollten verstehen, jedenfalls die Menschen, die Freiheit und Frieden und Solidarität und Menschlichkeit im Herzen tragen, die sollten verstehen, dass auf dieser Ebene eine andere Auseinandersetzung führt. Und wir sind falsch beraten, wenn wir diese Auseinandersetzung immer auf Kosten der Menschen führen, die zu uns gekommen sind. Die Ursachen des Krieges und der Vertreibung, die sollten unser Gegner sein. Ja, 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 Regeln müssen durchgesetzt werden. Das gilt für die Menschen, die zu uns kommen. Und Vergewaltigung, Antisemitismus oder Mordtaten verwirken dann das Solidaritäts- und Aufenthaltsrecht. Regeln gelten aber auch für diejenigen, die politische Verantwortung tragen, europäische Regeln. Das Grundgesetz mit seinem Recht auf Asyl, auf die Regeln zu bestehen, das ist die Antwort, die wir in der Migrationsdebatte machen können. Und wir können die Regeln verändern. For better or for worse. Das ist Teil der politischen Debatte. Aber unanständig ist, nicht über die Regeln zu reden, sondern über die Menschen, die Opfer sind von den Regimen, die sie aus ihren Ländern vertreiben.
Die eng verbundene Debatte damit. Und die dritte Bedrohung unserer Freiheit, eines selbstbestimmten Lebens, nicht nur für uns in unserer Zeit, sondern der kommenden Generationen gleichermaßen, wobei Klimaschutz kein Projekt ist für kommende Generationen. Ihr seht die Jahrhundertfluten, die Unwetter, die Dürren, die Hitzewellen quasi im Monatsabstand inzwischen kommen. Das ist ja unsere Zeit. Es ist das Leben jetzt hier auf dieser Erde, das danach schreit, dass wir uns nicht dafür entschuldigen müssen, Klimaschutz zu machen, sondern diejenigen in die Verantwortung nehmen, die es nicht tun. Ist falsch verstanden, wenn wir, wie auch ich es immer wieder tue und wie wir es uns angewöhnt haben, von Klimaschutz reden. Dem Klima ist es letztlich egal, wie warm es ist. Das Klima ist auch 2 Grad oder 4 Grad oder meinetwegen 6 Grad wärmer, einfach ein wärmeres oder ein heißeres Klima. Es geht doch nicht um das Klima, wenn wir das Klima schützen. Es geht um die Menschen, um die Würde der Menschen, um die Freiheit der Menschen, um das Leben der Menschen, um ein unversehrtes Leben der Menschen. Es geht um die Sicherheit. Klimaschutz ist der Schutz von Freiheit und Würde für die Zukunft. So kann man es nachlesen in den Urteilen des Verfassungsgerichts. So kann man es nachlesen in den Studien der verschiedenen Institutionen. Das Potsdam-Institut für Klimaforschung hat ausgerechnet, dass jetzt schon die globale Erderwärmung zu einem Verlust an Wohlstand im globalen Raum von 20% führen wird. Die NATO-Sicherheitsstrategie definiert die globale Erderwärmung als einen der Haupttreiber von Kriegen und Konflikten und Sicherheitsrisiken in der Zukunft. Und das Wirtschaftsforum in Davos, jetzt kein grüner Kreisverband, das kann man wirklich nicht sagen, beschreibt und rechnet aus, dass Millionen von Menschen ihr Leben verlieren werden, wenn wir die globale Erderwärmung nicht einigermaßen eindämmen können. Die Debatte um den richtigen Umgang mit der globalen Erderwärmung, das Beharren darauf, dass weniger fossile Energien besser für die Menschen sind, ist eine Debatte um die Freiheit in der Gegenwart und in der Zukunft für die Menschen. Und jetzt sieht man, wie die verschiedenen Angriffe zusammengehören. Der autoritäre Angriff, der Populismus, der bewusst gesteuert wird, um ein Land zu destabilisieren durch eine Art hybride Kriegsführung, und das Bündnis der Populisten und Nationalisten mit der fossilen Energie. Das zu erkennen, das zu verstehen, markiert die Linie, entlang der wir diesem Land eine Antwort und eine Perspektive geben wollen. Wir werden die Wirtschaft erneuern, indem wir die Zukunftstechnologien, den Green New Deal, die Techniken der Zukunft hier in Europa und hier in diesem Land halten werden. Wir werden dafür sorgen, dass, nachdem wir die Energie sauber gemacht haben, sie in Zukunft günstig ist. Das ist ein sozialpolitisches Versprechen. Wir nehmen die Netzentgelte, die Steuern, die Abgaben und die Gebühren raus aus diesem System mit enormen Entlastungen für die Haushalte, mit einem Aufschwung für die Wirtschaft in die richtige Technologie und mit einem Nutzen für Klima. Nimm drei auf einen Schlag, indem wir die Stromkosten so günstig machen, wie es nur irgendwie geht. Und ja, das wird man vorfinanzieren müssen. Denn die Baggerfahrer, die die Stromnetze bauen, und die Handwerker, die wollen ja ihre Familien auch ernähren. Wir können also nicht sagen, naja, die Netzentgelte, die zahlen wir euch nicht. Bitte baut die Stromnetze oder die Wasserstoffleitung oder die neuen Kraftwerke, die wasserstofffertig sind. Aber das müsst ihr für umsonst machen. Das wird natürlich nicht funktionieren. Also müssen wir uns Kredit geben. Ist das berechtigt? Natürlich ist es berechtigt, denn es nicht zu tun, nimmt, wie eben ausgeführt, den kommenden Generationen die Möglichkeit, ihr Leben jedenfalls einigermaßen selbstbestimmt zu führen. Wir reden ja schon längst nicht mehr darüber, die globale Erderwärmung zu stoppen. Selbst wenn wir morgen alles richtig machen würden, was wirklich eine gigantische Mehrheit für Bündnis 90 Die Grünen bedeuten müsste, selbst wenn wir das morgen täten, wir gehen ja nur noch darum, die Kurve so abzuflachen, dass Gesellschaften, Menschen, Menschheit sich anpassen kann. Und deswegen ist es richtig, sich Kredit zu geben, es nicht zu tun, die Dekarbonisierung, die Transformation aufzugeben. Das wäre die größere Sünde gegenüber kommenden Generationen. Aber ich bin kein, ich bin
kein großer Fan davon, Schulden zu machen. Ich will nur, dass der Job gemacht wird. Aber selbstverständlich können wir auch die Einnahmeseite für dieses große Projekt erhöhen. Wieso sollten die Gas- und Ölkonzerne, die astronomische Summen in den letzten Jahren und Jahrzehnten verdient haben, nicht ihren Anteil bezahlen, die Schäden wieder auszugleichen? Selbstverständlich ist es richtig, dass Milliardäre und Superreiche, deren Vermögen einfach nur in großen Prozentzahlen weiter wächst, einen gewissen Anteil ihres Vermögens zur Verfügung stellen, um im Geiste der sozialen Marktwirtschaft die Last auf denjenigen, die hart arbeiten und nicht zu viel verdienen, ein bisschen zu mildern. Das ist die Tradition der sozialen Marktwirtschaft. Das ist kein linkes Hirngespinst. Das ist eigentlich die DNA von sozialer Marktwirtschaft. Und selbstverständlich ist es richtig und eine politische Ansage für die nächste Legislatur. Selbstverständlich ist es richtig, dass nicht nur diejenigen gesucht und bekämpft werden, die auf dem Bau schwarz arbeiten, sondern dass auch diejenigen, die große Einkommen und Vermögen haben und ihr Geld am Fiskus vorbei anlegen und keine Steuern zahlen, belangt werden und die Steuerschlupflöcher geschlossen werden. Und zwar nicht nur für den Kassierzettel in der Bäckerei, sondern auch für große Steuersparmodelle wie Cum-Ex. Nicht Nachsicht ist dort angezeigt, sondern Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Schließen von Steuerschlupflöchern. So, mit dem Geist der Solidarität und den politischen Maßnahmen, stromkostengünstig, Steuerschlupflöcher schließen, die ganz Superreichen stärker an der Finanzierung dieser großen Transformation zu beteiligen, die Schuldenbremse so reformieren, dass wir unseren Job machen können, den sicherheits-, den wirtschaftspolitischen, den gesellschaftspolitischen Job in unserer Zeit. Das ist die Linie, für die ich stehe, die ich anbieten würde. Das ist die Linie, die Antworten gibt, die groß genug sind auf die dreifache Bedrohung unserer Zeit, unserer Freiheit in unserer Zeit. Und es gibt eine vierte Bedrohung der Freiheit, die vielleicht in den letzten Tagen und Wochen mit einer Dynamik neu und stärker geworden ist und die uns alle noch viel stärker betrifft als den Angriff von außen, den Populismus im Inneren und die grassierende globale Erderwärmung. Und diese Gefahr für Selbstbestimmung und Freiheit und Demokratie ist Resignation und Rückzug. Wer würde nicht verstehen, wer kennt das nicht von sich selbst, dass man bei all der Nachrichtenlage einfach keine Nachrichten mehr hören muss, dass man versucht, den Fernseher auszuschalten, auf seinem Handy die Informationsportale löscht und irgendwelche Dödelspiele darauf lädt, dass man sich nicht mehr traut, in der Öffentlichkeit nachzufragen und zu diskutieren. Die hohe Inflation, die privaten Sorgen, das Schreien und Brüllen der politischen Debatte, die außenpolitischen Lage, der Antisemitismus, der in Deutschland und weltweit stärker geworden ist, das fürchterliche Leiden der Menschen im Gazastreifen und auch im Libanon, die vielen Toten, gerade Deutschland, in der Solidarität zu Israel, muss doch darauf hinweisen, dass eine Kriegsführung nicht bedeutet, alles zu machen und alles tun zu dürfen. Wer könnte nicht verstehen, dass Menschen einfach sagen, lasst mich in Ruhe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und gerade nach diesen 3 Jahren, nach der ökonomischen Krise, nach den hohen Preisen, die so viele Menschen zu tragen halten, wer würde es nicht in dieser Zeit passieren? Und fast täglich kommt eine neue Hiobsbotschaft darauf hinzu. Und ich will an der Stelle offen sagen, dass auch ich über Rückzug nachgedacht habe. Die Frage, ob ich noch der Richtige bin, euch ein Angebot zu machen, Deutschland ein Angebot zu machen, war keine theoretische. Einige von euch wissen, dass ich sie gefragt habe über den Sommer, ob sie es so sehen. Denn die letzten 3 Jahre haben ja auch etwas mit mir gemacht, mit uns als Partei, aber natürlich auch mit mir. Omid und Ricarda und der Bundesvorstand haben nach der Brandenburg-Wahl die Konsequenz gezogen und sind zurückgetreten, um damals noch unter den Vorzeichen einer weiter regierenden Ampel uns die Chance zu geben, einen Neustart hinzulegen. Aber natürlich wusste ich, und natürlich ist es offensichtlich, dass die Wahlen in den 3 ostdeutschen Bundesländern nicht in allererster Linie an eurem Wahlkampf liegen,
sondern an der Performance der Ampel, den Grünen in der Ampel und meiner Rolle in der Ampel. Ich weiß, dass auch ich Vertrauen verloren habe und dass die Debatten der letzten Jahre natürlich einen Schaden hinterlassen haben. Ich habe mich das ernst gefragt, habe dann aber eine Antwort gegeben. Und diese Antwort kann ich nur anbieten, jetzt nicht zu kneifen, aus den Rückzugsgedanken keine Resignation werden zu lassen. Und es ist eine besondere Antwort. Danke, das ist lieb, aber ich bin jetzt auch gleich fertig. Lass mich das kurz zu Ende bringen. Ich habe gestern Abend überlegt, ob es einen Moment gab im Lauf des Sommers, der mich zu dieser Antwort gebracht hat. Und mir ist kein so richtig großer pathetischer eingefallen. Es gab also nicht das eine Gespräch mit irgendeinem politischen Vorbild, das eine Buch, das ich gelesen habe. Aber es gab einen Moment, und manchmal merkt man solche Momente, es war ein ganz kleiner Moment, ja erst in der Wirksamkeit später, wie so ein Schmetterlingsschlag, der dann nachher irgendwo chaostheoretisch was ganz Großes auslöst. Ich war im Sommer schwimmen mit einem meiner Söhne und danach hat er zu mir gesagt, als wir uns dann sozusagen wieder warm wurden in der Sonne, weißt du noch, wie du mir Schwimmen beigebracht hast? Und ich weiß noch, wie ich ihm Schwimmen beigebracht habe, wie ich allen meinen Söhnen Schwimmen beigebracht habe. Ich weiß noch, wie ich im Freibad in Schafflund, heißt der Ort, stand und den kleinen Kindern mit ihren speckigen Beinen, die man immer so gerne in der Hand hat, gesagt hat, jetzt musst du springen vom Beckenrand und komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Und er hat zu mir gesagt, mein Sohn, du hast damals zu mir gesagt, du musst dich bewegen, sonst gehst du unter. Und ich glaube, es war dieser Satz. Ich glaube, es war dieser Satz, der irgendwie hängen geblieben ist, ein bisschen eingepflanzt im Unterbewusstsein, der mich heute hier auf diese Bühne bringt und der mich in der Kraft dieser fantastischen Gemeinschaft und in der Solidarität mit allen und mit Annalena dazu bringt, noch einmal ein Angebot zu machen. Nach all dem, was passiert ist, noch einmal zu sagen, wir bewegen uns weiter. Ich bewege mich weiter. Das heißt aber auch, dass in der Bewegung gelernt wird. Und das Angebot, das ich mache, bedeutet persönlich zweierlei. Die Entscheidungen, die ich getroffen habe in der Regierung, waren häufig schwierige Entscheidungen. Sie haben Menschen etwas zugemutet, sie haben uns etwas zugemutet, sie haben den Grünen etwas zugemutet. Aber ich habe sie immer durchdacht, so gut ich konnte, und sie waren jeweils in der Situation richtig. Der Applaus, wenn wir sagen, wir wollen nicht, wie Ricarda es gestern gesagt hat, hier mit reiner Weste aus Parteitagen oder aus Wahlkämpfen rausgehen. Hauptsache, wir sind immer bei uns selbst. Selbstkritik und Selbstgewissheit, hat Ricarda gesagt, haben ein Problem gemeinsam. Es geht immer um das Selbst, sondern dass wir Politik machen für die Menschen, für das Land, nach bester Überzeugung, aber auch mit der Bereitschaft, dann die Überzeugung in den nächsten konkreten Schritt, in die nächste Handlung, das nächste Gesetz übermünden zu lassen. Manchmal auch in Gesetze, wo man gar nicht genau weiß, was dann daraus folgt, um dann nochmal zu korrigieren und zu lernen, aber nicht tatenlos zuzugucken, wie die Probleme immer größer werden und aus Angst vor Verantwortung, aus Angst vor Entscheidung nichts zu tun. Das bin ich. Ich bekenne mich also zu der Verantwortung, die ich in der Regierung getragen habe, und ich will, dass es weitergeht, dass diese Verantwortung weitergetragen wird. Das heißt aber auch, dass man in den Entscheidungen lernt. Wie ein Damoklesschwert schwebt ja über dem Wahlkampf das Gebäudeenergiegesetz. Und klimapolitisch hätte das ganze Ding besser vor 15 Jahren entschlossen werden sollen. Wie kann man eigentlich Klimaschutz, wie kann man eigentlich wie es die GroKo, mal wieder die GroKo gemacht hat, Beschlüsse fassen, dass Deutschland 2045 klimaneutral sein soll,
aber den Einbau von Gasheizung immer lustig weiter fördern. Das geht schon mathematisch nicht aus, wenn die Dinger 20, 30 Jahre laufen. Also es wäre jetzt nicht schlecht gewesen, wenn diejenigen, die Klimapolitik kritisieren, sich einmal an ihren eigenen Maßnahmen und Beschlüssen messen lassen würden. Zu sagen, wir wollen klimaneutral werden und wir 2045 und wir fangen 2044 damit an, das ist keine Politik, das ist einfach nur albern. Insofern klimapolitisch höchste Eisenbahn, aber es war natürlich ein Gesetz, das vielen Menschen viel zugemutet hat, wo Fehler gemacht worden, das uns viel zugemutet hat, wo Vertrauen verloren gegangen ist, auch Vertrauen in meine Person. Und dann haben wir die Kraft gefunden, Katharina und Andreas, ihr habt das damals Julia Verlinden vor allem mitverhandelt mit mir, auch ich habe die Kraft gefunden, noch einmal zurückzutreten und zu sagen, ist das alles so wirklich richtig? Kann man es nicht noch einmal anders machen? Und daraus ist ein gutes Gesetz geworden. Die Kommunen machen jetzt ihre Wärmeplanung und sie sind weit vorangekommen. Die Förderinstrumente, sie funktionieren. Und deswegen sagt uns diese Geschichte zweierlei. Und auch da kann ich nicht aus meiner Haut. Politik muss nicht nur sagen, dass sie lernt und zuhört, sondern auch die Kraft finden, zu lernen und zuzuhören. Und wenn wir nicht diese Kraft finden, Dinge zu korrigieren und offen darüber zu reden, dann wird es ganz schwierig werden, einzulösen, was Reinhard Bütikofer uns aufgetragen hat, Brücken zu bauen. Auch das bin ich und auch das ist mein Angebot, in der Politik zu lernen, wie wir alle, wie jeder andere in seinem Tag, in seinem Alltag täglich lernt. Ein anderer Stil, eine andere Politik, die sich damit verbindet. Und die sich damit verbindet, wie wir es hier gesehen haben. Was ist das für ein Parteitag gewesen, wo menschlich so harte und so schwierige Entscheidungen, wie sie der alte Bufo und Omid und Ricarda getroffen haben, sich verbindet mit einer Energie der Neuwahl, wo Menschen miteinander so fair umgehen, wo wir eine Stimmung geschaffen haben, die eigentlich zeigt, wie ein Land politische Debatten miteinander führen kann. Ich will sagen, das ist beispielgebend. Beispielgebend nicht nur für die innerparteiliche Diskussion, sondern für die Kultur, die wir in Deutschland brauchen. Sie gibt mir Mut und sie gibt mir Kraft, diese Verantwortung zu suchen. Und nachdem ich diese Entscheidung für mich getroffen habe und mit ein paar Leuten darüber geredet habe, fiel mir auf, dass ja gar nicht alles düster ist in Deutschland und die Menschen sich alle nur zurückziehen. Und insofern ist es überhaupt nicht überraschend, dass wir jetzt in anderthalb Wochen 11.000 Eintritte bekommen haben. Franziska hat gestern erzählt, wie manchmal die Bahn verspätet ist. Und wir alle kennen das, dann fehlt irgendein Waggon, du hast die Reservierung, die Leute stauen sich in den Gängen, dann fällt auch noch die Klimaanlage aus, das Bordrestaurant hat kein Wasser und die Toiletten sind geschlossen. Das ist ja auch die Realität. Und trotzdem gibt es in jeder so einer Bahnfahrt irgendeine nette Durchsage von irgendeiner Schaffnerin, die wahrscheinlich schon dreimal beschimpft wurde, die mit irgendeinem lustigen Spruch die ganze Situation in Humor auflöst. Diese Menschen gibt es eben auch in Deutschland. Ich habe, als ich über die Anekdote meines Sohnes nachgedacht habe, fiel mir wieder ein, dass die kleinen Butschis, die sie damals waren, über Jahre hinweg Handballtrainer hatten, in meinem Fall Handballtrainer, aber wie viele Menschen und geben Kindern jeden Tag, jede Woche ehrenamtlich über viele Jahre die Kraft, siegen zu wollen und das Verständnis verlieren zu können. Lauter Menschen, die kein Geld dafür kriegen, die mit ihrem Einsatz jeden Tag Deutschland ein bisschen besser machen. Wo kommen die denn nur alle her, wenn alles düster und schlecht ist? Nein, dieses Land hat tolle Menschen und eine Kraft, nach vorne zu gehen. Und eine letzte Anekdote will ich euch erzählen. Ich war in Thüringen unterwegs, habe ein Unternehmen, eine Süßigkeitenfabrik mit langer Tradition besucht, weil die eine tolle Kampagne gemacht haben, nämlich wir wollen Vielfalt im Unternehmen haben. Sie haben ungefähr 30 offene Stellen gehabt, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da waren, kamen aus allen Herren- und Damenländern. Und sie warben für Vielfalt in Thüringen, um mehr Menschen zu holen aus verschiedenen Herkunftsländern. Als ich dahin fuhr, es war die Zeit der Agrardiesel-Bauernproteste, wurde der kleine Konvoi blockiert und gesperrt. Das Presseauto wurde gar nicht durchgelassen. Dann haben wir das Unternehmen besucht und diese Frau und ihr Team voller Kraft erzählt, was sie vorhaben. Als ich weg war, wurde
von rechter Seite, man muss vielleicht sagen von rechtsradikaler Seite, dieses Unternehmen, diese Frau schwer beleidigt und schwer beschimpft. Es waren Boykottaufrufe, es wurde disqualifiziert und diskreditiert, was sie gemacht hat. Und was hat die Frau gemacht? Sie zog sich nicht zurück und hat gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Grünen lade ich nicht wieder ein. Sie hat gesagt, oder ein grünen Minister, sie hat gesagt, selbstverständlich rede ich mit allen politischen demokratischen Parteien, die mit mir reden wollen und selbstverständlich stehe ich zu meiner Politik und hat das öffentlich gemacht. Und was passierte dann? Die anderen Unternehmen der Gegend haben sich angeschlossen und haben gesagt, sie hat recht und nicht die Schreihälse von Recht. Was für eine mutige Frau! Es gibt also mutige Menschen in diesem Land zuhauf und noch zu nöcher. Wo wir sie zunehmend weniger finden, ist in der Politik. Und neben dem Anteil, den Brandenburg, die Ampelregierung bei den Wahlkämpfen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen hatte, muss man schon sagen, was für eine politische Verwilderung des Denkens, wenn Ministerpräsidenten glauben, ihre Koalitionspartner aus dem demokratischen Zentrum sind die Hauptgegner und nicht diejenigen, die auf Putin hören. Was für ein strategischer Irrsinn und was für eine Führungsschwäche der eigenen Parteiführung, das gewähren zu lassen. Und was kommt dabei raus? Unregierbarkeit oder Prinzipienlosigkeit, das kann doch nicht die Alternative sein. Dagegen wollen wir ein klares politisches Konzept setzen. Ein klares politisches Konzept, das Prinzipientreue mit Pragmatismus verbindet, das nicht Opportunismus mit Willfährigkeit verwechselt, das darauf setzt, dass wir in diesem Land eine starke politische Stimme geben, dass wir die Dinge so benennen, wie sie sind, dass wir die Wirklichkeit nicht beschönigen, dass wir den Menschen in Deutschland die Wahrheit zumuten, aber nicht mit einer Haltung des Kopf in den Sand steckens, des Wegduckens, des Defätismus, des Schlechtredens und des Scheiterns, sondern mit einer Verliebtheit ins Gelingen, so wie wir so viele Probleme gemeistert haben, so wie wir Probleme gelöst haben, um das nächste zu lösen. So wollen wir weitermachen, mit dem Optimismus und der Zukunftszugewandtheit, die dieses Land braucht und die wir ausstrahlen können. Und dann noch eine letzte Geschichte, eine letzte, in einem Satz zusammengefasst und eine Anekdote. Es gab im Frühsommer das Fest zu 75 Jahren Grundgesetz. Und es war, so ging es mir, ein tolles Fest. Es hat das Beste von Deutschland gezeigt. Zwischen Kanzleramt und Reichstag in offener Bühne. Es war würdevoll und voller Bewusstsein der deutschen Geschichte, auch der schlimmsten Teile der deutschen Geschichte. Und es war locker und lässig und Zukunft zugewandt. Und auf dem Weg zu unseren Plätzen traf ich Margot Friedmann, jetzt gerade 103 Jahre alt geworden, vor wenigen Tagen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, liebe Margot, die ein bisschen Probleme hatte mit ihrer Gehhilfe über den Holperweg ihren Platz zu finden. Und wir sind da ein Stück zusammengegangen, bis sie ihren Platz gefunden hatte. Und diese Frau, so herzensgut und geprägt durch die deutsche Geschichte, aber verliebt in die Prinzipien des Grundgesetzes und darauf beharren, dass Menschen den Unterschied machen können, einen Teil des Weges dazu ihren Platz begleitet zu haben, hat mich dann eingenommen. Und die Feier endete, indem wir die Nationalhymne gesungen haben, mit der famosen Textzeile Annalena, die wir mal geklaut haben für unsere erste Sommerreise, als wir 2018 durchgestartet sind, des Glückes Unterpfand. Und danach wurde ein zweites Lied gesungen zur Hymne von Hoffnung von Fallersleben, das Kinderlied von Bertolt Brecht, das in einer Mittelzeile die Textstrophe hat: und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Und ich glaube, dass dieses Motto und nicht über und nicht unter, die Inhalte und die Form, die Haltung, das Suchen nach Verantwortung, aber das Einladen, mit uns zu reden, prägt. Wir wollen nicht arrogant und selbstgewiss und überheblich über anderen stehen und auftreten, aber wir wollen uns auch nicht klein machen und Beiboot sein, hinten ankleckern kommen. Der Führungsanspruch, den wir formulieren, den ich formuliere mit dieser Kandidatur, es ist ein Führungsanspruch, dienend zu führen, nicht über anderen zu stehen, mit anderen gemeinsam zu gehen und zu kämpfen. Wenn ihr wollt, erst mit euch und danach mit den Menschen in Deutschland, die glauben, dass dieses Land seine beste Zukunft erst vor sich hat. Ich danke euch.